Moin Leute, 0 zu 0 gegen den Sportclub aus Freiburg lässt sich eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Es war auch nicht das ansehnlichste Spiel für alle. Unterm Strich steht ein Punkt gegen einen gut geordneten, disziplinierten Gegner aus Freiburg. Und aus Freiburger Sicht haben wir uns umgekehrt rum genauso verhalten. Keinen größeren Abstand nach unten kreiert, aber es ist auch nicht enger geworden. Also alles in allem ein Punkt, mit dem also alle sehr gut leben können, denke ich. Ich glaube, die Bremer müssen an anderer Stelle vor allen Dingen die Siege eintüten. Und wenn man jetzt ein bisschen mehr ins Detail geht, dann sieht man auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, wie gut geordnet beide Teams waren. Bei Werner habe ich es ja schon in den letzten Wochen häufig gesagt, das ist echt schon fast sensationell, dass das Prunkstück mehr oder weniger die Defensive ist. Man stand sehr gut, hat bei den Freiburgern nicht viel zugelassen und selbst in der ersten Hälfte es geschafft, einige Nadelstiche zu setzen. Nach Standard hätte durchaus das Tor für uns durch Veljkovic fallen müssen. Den Kopfball, auch wenn er natürlich den Ball erst spät sieht, da läuft er gut ein, muss er in meinen Augen machen, aber es passiert halt auch. Am Ende hatten wir sicherlich auch Glück, vor allen Dingen bei dem Petersen-Ding und auch sonst hatten die Freiburger insgesamt ein, zwei recht gute Möglichkeiten hinten raus, um das Spiel vielleicht eventuell sogar noch mit einem Dreier für Freiburg zu beenden. Ich glaube, nach 90 Minuten geht der Punkt durchaus in Ordnung. Das sollten wir mitnehmen, dass Werder eine Konstanz zeigt, sich stabilisiert hat. Natürlich ist es nicht immer der ansehnlichste Ball, den wir dann spielen, gerade in der zweiten Hälfte. Hätte ich mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Entlastung nach vorne sorgen. Das ist in Bremer nicht gelungen. Aber wie gesagt, es gibt eine Art Fortschritt in dieser Saison. Man passt das Spiel wirklich dem Spielermaterial an. Die Wechsel waren natürlich so ein bisschen einmal verletzungsbedingt. Also auch da Hoffnung, dass bei allen Spielern, die vorzeitig den Platz verlassen mussten, nichts allzu Schlimmes passiert ist. Bei Füllkrug hat es anscheinend dann nicht so ganz gereicht. Ich glaube aber auch mit dem Hintergrund, dass man bei dem Punktgewinn einfach eben zufrieden war, wollte man wahrscheinlich auch weder riskieren, zu offensiv zu werden, noch riskieren, Füllkrug vielleicht dann doch ein bisschen zu früh wieder reinzuschmeißen. Ich glaube, der wird noch ein bisschen Zeit bekommen, bevor er dann wieder vollends zur Verfügung steht. Ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht über das Ergebnis, ist jetzt auch kein Springen in die Höhe-Ergebnis, aber das sind alles so Sachen, wenn Werder so weitermacht, geben sie einem ein gutes Gefühl, dass man die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt frühzeitig holen kann. Ich hoffe also, es bleibt so, hoffe auf ein gutes Ergebnis, vor allen Dingen in dem Nachholspiel. Und ansonsten bin ich wieder wie immer sehr gespannt darauf, wie ihr das Spiel fandet, was waren eure Highlights, eure Negativ-Highlights vielleicht sogar. Und dann schnacken wir drüber. Reingehauen, Leute. Ciao.